Meine Damen und Herren, wir fliegen jetzt in 2000 Meter Höhe entlang der Zonengrenze zwischen Ost- und Westdeutschland. Unsere Landung in Kopenhagen wird voraussichtlich um 14 Uhr erfolgen. Danke. Du, schau mal, was Prominenz dabei uns mitfliegt. Wieso? Wer ist denn der? Na, Verena Illing. Vorgestern habe ich sie auf der Bühne gesehen, in Wien, in der Oper. Fantastisch, sag ich. Seit wann interessierst du dich für die Oper? Ja, was soll ich? Wollte was zur Erinnerung mitnehmen. Ich glaube, in dem Café in Alaska gibt's nicht einmal ein Kino. Na, kaum. Du, die Frau ist aber ganz große Klasse. Ah, die Fütterung der Raubtiere beginnt. Bravo. Danke, nein. Ist Ihnen nicht gut? Mir ist miserabel. Bei mir ist was unterwegs. Wie bitte? Ich bekomme ein Kind. Ja, hoffentlich komme ich doch zurecht. Ich muss sofort nach Los Angeles. Meine Frau ist in eine Klinik gekommen. Ach so. Darf ich Ihnen einen Cognac bringen? Einen fehle. Ja, gut. Kopenhagen bekommt Nebel. Bis wir da sind, ist Sicht null. Fragen Sie, ob wir nach Hamburg ausweichen sollen. Hamburg nebelt sich auch schon ein. Da werden wir nicht mehr rechtzeitig hinkommen. Moment, Kopenhagen ruft schon wieder. Wir sollen sofort den nächsten Hafen anfliegen. Das wäre Berlin. Da dürfen wir doch gar nicht hin. Interpol besorgt Sondererlaubnis. Donnerwetter. Internationale Kriminalpolizei. Was ist denn da los? Moment, die sind ganz aufgeregt. Das scheint ernst zu sein. Guten Appetit, meine Herren. Dankeschön, den haben wir immer. Ja. Besonders, wenn eine so hübsche Dame serviert. Schau mal her. Ich fürchte, sowas wird es in Alaska auch nicht geben. Pass auf, Karin. Es sind wahrscheinlich zwei Verbrecher hier an Bord. Bankraut im Rom mit Schießerei und Toten. Gefährliche Burschen. Was? Die sind hier bei uns? Ja, die Polizei glaubt es. Ist hier jemand aufgefallen? Zwei verdächtige Männer. Ja, ich weiß nicht. Es sind so viele da. Naja, wir fliegen jetzt Berlin an. Der Chef fürchtet, dass es zu einem Zwischenfall kommt. Du bleibst jetzt hier, regelst die Tür hinter mir ab und öffnest erst, wenn wir gelandet sind, klar? Ja. Die Passagiere werden nichts merken. Erst im letzten Augenblick sage ich ihnen, wo wir sind. In Berlin werden wir schon von der Polizei erwartet. Bitte, Uwe, sei vorsichtig. Keine Angst, Unkraut vergeht nicht. Sofort abriegeln. Ja. Warum soll ich die Tür abriegeln? Glauben Sie, dass Sie die Maschine entführen wollen? Das soll schon vorgekommen sein. Ich habe das Gefühl, der beobachtet uns. Quatsch, du siehst doch Gespenster. Was ist denn los? Wir fliegen ja plötzlich in eine ganz andere Richtung. Vorhin kam die Sonne von hier, jetzt mit einem Mal von da. Irgendwas ist mulmig. Also wenn mir einer zu nahe kommt, knall ich los. Du, das wirst du lassen. Benimm dich nicht so auffallend. War das Essen gut, meine Herren? Danke, ja. Darf ich Ihnen Ihr Mittagessen servieren, Frau? Oh, danke. Darf ich bitten, Frau? Nein, danke. Mir ist der Appetit vergangen. Ich bitte auch nicht. Wenn es meiner lieben Frau nicht schmeckt, kann ich einfach nichts runterkriegen. Danke. Gutes Foto hier, nicht? Könnte von mir sein. Man willst du überhaupt nicht mehr mit mir sprechen? Erst vor dem Scheidungsrichter. Da wirst du dann erfahren, was ich von dir denke. Ich glaube, das habe ich schon einige Male gehört, nicht? Das ist sie. Sehr hübsch. Und wer ist sie? Meine Frau. Morgen bin ich schon bei ihr. Und vielleicht bin ich dann schon Vater. Hoffentlich wird es ein schönes Kind. Ja, bei der Mutter und dem Vater muss es ja. Ja, das finde ich auch. Ja, danke. Wo wollen Sie die beiden verhaften, Herr Kommissar? Gleich bei der Maschine. In der Empfangshalle sind zu viele Menschen. Gut, bitte. Meine Damen und Herren, ich bedauere Ihnen mitteilen zu müssen, dass aus Kopenhagen und Hamburg Nebel gemeldet wird. Wir sind deshalb zu einer Zwischenlandung in Berlin gezwungen. Bitte begeben Sie sich sofort nach der Landung zu unserem Schalter in der Halle. Boss, das gefällt mir nicht. Still. Sie haben die Ausgänge alle besetzen lassen? Jawohl, Herr Kommissar. Ah, da kommt ja die Maschine. Kriminalpolizei. Wissen Sie Bescheid? Ja. Kennen Sie die Leute? Ich glaube, es kommen nur zwei in Frage.
Darf ich Sie im Moment mal sprechen? Deshalb, los, von weg! Los, hinterher! Fertig! Überlass das der Polizei. Halt, nicht mehr schießen! Bitte, meine Herrschaft, ja. Ein Arzt! So, holt doch schnell einen Arzt! Was? Wir bringen die beiden zum Sanitätsraum. Hallo, hier sind wir am Mausefall. Ruhig, noch haben Sie uns nicht. Los, versuchen wir den Wagen zu kriegen. Ja. Nur noch einige Plätze nach Frankfurt frei, falls jemand dorthin ausweichen will. Willkommen nach Kopenhagen. Sie können aus Berlin leider nur hinaus fliegen. Für die Fahrt durch die Zone brauchen Ausländer ein Visum. Kommen Sie her, Los Angeles, verstehen Sie, meine Frau liegt an einer Klinik. Morgen, mein Herr, morgen. Wir sind gerade dabei, Hotelzimmer für Sie alle zu besorgen. Ja, wir können uns kein Hotelzimmer leisten, wir haben kein Geld. Ja, wir sind Auswanderer. Wir haben einen 3-Jahres-Vertrag mit bezahlten Hinflug. Ja, und wir bekommen das Geld erst drüben. Ja. Sie sind selbstverständlich Gäste unserer Gesellschaft. Ah, ein Tacht, ihr Herren, wo soll's denn hingehen? Fahren Sie, wohin Sie wollen, wir sagen Ihnen dann Bescheid. Ah, eine Fahrt ins Blaue, das habe ich besonders gerne. Wissen Sie, so eine Fahrt ins Blaue... Halt die Schnauze. Von eben Berliner kennst du so ziemlich alles, verlangen bloß nicht, dass er die Schnauze hält. Wir reden und reden und wenn wir uns im Mund fusselig reden. Frau Illing, ich bin von der Neuen Presse. Ich freue mich, Sie so unverhofft hier in Berlin begrüßen zu können. Kann ich ein kleines Interview mit Ihnen haben? Bitte, es soll niemand wissen, dass ich hier bin. Aber, gnädige Frau, warum nicht? Kennen Sie Berlin? Werden Sie hier singen? Bitte, dieser Zwischenfall hat mich sehr nervös gemacht. Ich kann nichts sagen. Na dann nicht. Sind sonst noch Prominente dabei? Nichts Aufregendes. Eine amerikanische Jazzband. Das sind die vier Schwarzen. Pavlidis, Reedereibesitzer aus Los Angeles. Ach ja, und Per Petersen aus Stockholm mit Frau. Was, Petersen, der Starreporter von der Universal? Ja, der da. Ach der, na die brauchen uns nicht. Die fotografieren sich gegenseitig. Gnädige Frau, Sie wohnen im Hotel Kempinski. Wir lassen gerade einen Bus für unsere Gäste kommen. Oh, danke. Ja, Verzeihung, ich dachte, die Herrschaften sind verheiratet. Ja, schon. Noch. Das heißt, nicht mehr lange. Wir fahren nur nach Hause, um uns scheiden zu lassen. Das interessiert Sie sicher nicht, aber zu Hause, da geht es am schnellsten. Und mein Goldstück hat es sehr eilig. Du sollst mich nicht immer Goldstück nennen. Wir brauchen 2 Einzelzimmer. Gnädige Frau, es ist mir mit allergrößter Mühe gelungen, während der Festspiele überhaupt ein paar Zimmer frei zu machen. Ich selber schlafe schon in einer Badewanne. In einer Badewanne. Vielleicht verständigen Sie sich mit Ihrem Gatten und geben mir Bescheid, ob Sie dieses Zimmer behalten. Sonst müsste ich anders darüber verfügen. Per, was sagst du dazu? Also ich finde es hier sehr gemütlich. Wenn du ein Gentleman wärst, dann würdest du sofort dieses Zimmer verlassen und dir ein anderes suchen. Mein Kind, seit 4 Wochen erzählst du mir täglich 5-mal, dass ich ein Schurke bin und auf einmal soll ich ein Gentleman sein. Außerdem haben wir doch gehört, dass alle Hotels überfüllt sind. Gut, dann werde ich ein anderes Zimmer für dich auftreiben. Bitte, sei so gut. Wenn es Ihnen recht ist, mache ich hier auf der Couch ein drittes Bett für Sie. Aber bitte? Ist ja nur für eine Nacht, also da wird es schon gehen. Aber also. Danke schön. Bitte. Wiederschauen. Hallo. Das ist eine Bude, du. Also, wer nimmt das Notbett? Ich! Bei mir wird sowieso halt spät werden.
Hört her! Sag einmal, wie heißt denn das Mädel eigentlich? Hä? Wieso? No, wenn der gute Freund, den du jetzt besuchen willst, nicht ein Mädel ist, dann fress ich am Besen. Klar ist es ein Mädchen. Wie heißt sie? Ja, ihr habt schon recht. Zeig her. Hier. Ah, oh, Donnerwetter. Fesches ja. Mal. Sie heißt Heidi. Heidi Wolt, das ist hier an der Oper. Wir haben uns vor 2 Jahren kennengelernt. In Venedig. Große Liebe? Hm, das war es. Wieso war? Na, ihr wisst doch, wie mein Vater vor 2 Jahren gestorben ist. Da war es aus mit meinen Zukunftsplänen. Das Geschäft hat pleite gemacht. Was konnte ich einer Frau da noch bieten? Ich habe der Heidi seit damals nicht mehr geschrieben. Ja, und Sie? Und sie hat es schließlich auch aufgegeben. Es hatte ja keinen Sinn mehr, ne? Und wie das heute mit der Zwischenlandung passiert ist, habe ich mir gedacht, das ist mehr als nur ein Zufall. Fingerzeig des Schicksals. Ach, Quatsch, aber ich kann dir doch bei dieser Gelegenheit alles erklären. Aha, ne? Du liebst sie also immer noch. Ich habe sie nicht vergessen. Du, vielleicht kriegen wir Karten durch Sie für die Oper. Ja, ja. Möglich, wenn sie gerade halt tanzt. Das hat bestimmt eine große Karriere gemacht. Pavlides, bitte verbinden Sie mich sofort mit Los Angeles, Kalifornien. GAB4375. Ja, Pavlides, ja. Und hier bleibe ich sitzen, solange ich in Berlin bin. Bitte schicken Sie mir den Zimmerkaiser. Sehr gerne, Pavlides. Ja. Heute sind sie wieder ganz schön emsig. Haben Sie schon das Neues gehört? Ja, ja. Das war ein dolles Ding. Ja, wie in Chicago. Man merkt doch gleich, dass wir wieder eine Weltstadt geworden sind. Ja. Was tust du denn da? Wenn du ganz scharf herblickst, wirst du bemerken, dass ich auspacke. Naja, die Hotelzimmer sind wirklich alle ausverkauft. Aber der Portier meint, wenn du dir sehr viel Mühe geben würdest, dann könntest du sicher noch ein Privatzimmer bekommen. Warum soll ich mir Mühe geben? Es gefällt mir ausgezeichnet hier. Und deine Anwesenheit stört mich überhaupt nicht. Du könntest nur etwas netter zu mir sein. Warum soll ich denn nett zu dir sein? Weil du dann noch schöner bist. Per Petersen, du hast mich 1 Jahr lang um die Welt geschleift. Ich habe in Zelten, in Schlafsäcken und in Negerhütten geschlafen. Ich bin von Moskitos zerstochen, von Wanderameisen gebissen und fast von Haifischen gefressen worden. Und was tust du, nachdem ich diese Tortur endlich beendet habe? Du willst eine neue Reise abschließen. Ich finde Südamerika besonders interessant. Ich will nichts Interessantes mehr hören und sehen. Ich will endlich ein eigenes Bett haben. Ein kleines Haus mit Garten. Und einen Mann, der am Schreibtisch sitzt und der abends pünktlich zum Essen nach Hause kommt. Und der nur seine Frau im Kopf hat und nicht ständig mit anderen Mädchen flirtet. Also das, mein Kind, das redest du dir ein. Du willst mir doch nichts vormachen. Schon in der Bibel steht geschrieben, wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Aber nicht nach Feuerland. Davon steht nichts in der Bibel. Fahr doch mit dieser Ungarin, mit der du auf dem Schiff geflirtet hast. Vielleicht findet die es himmlisch im Urwald. Ja, vielleicht. Ich fürchte, nur ihr Mann wird es nicht erlauben. Dann such dir eine andere. Ich mache das jedenfalls nicht mehr mit. Was denn nun schon wieder? Hausdiener, bitte. Soll er mich rausschmeißen? Nein, mein Liebling. Er soll nur dieses kleine Sofa ins Badezimmer stellen. Dort kannst du schlafen. Aber diese Tür werde ich abschließen. Darauf kannst du dich verlassen. Und ich werde versuchen, wenn ich nicht zu müde dazu sein sollte, durch den Abfluss zu entwischen und mir eine neue Reisebegleiterin suchen. Dann sag ihr bitte auch gleich, dass du Rheuma hast. Und dass sie dich im Urwald einreiben muss. Nein, nicht sie. Du, dich. Also diese Aussicht, so schön ist nicht einmal auf dem Kobenzl. Berlin, Weltstadt im Grün. So, bitteschön, 3 Mollen. Aber wir haben doch 3 Bier bestellt. Ja, Bier heißt es und Mollen nennt man es. Ach so. Sag einmal, willst du hier was zum Schlafen? Aber ich weiß ganz bestimmt, dass das die richtige Adresse ist. Ach, muss Liebe schön sein. Vielleicht ist sie schon verheiratet. Oder sie ist längst umgezogen. Ich würde erst mal den Hausmeister fragen, ob sie überhaupt noch da wohnt. Das wird dir auch früher einfallen können. Den hat's aber damals ganz schön erwischt, hä? Ja, ziemlich. Also wenn sie noch lange kicken, werden sie schielen. Entschuldigen Sie bitte, von hier in Fräulein Heidi Wolters. Hören Sie, das ist sie. Pünktlich auf die Minute. Guten Tag, Herr Rutke. Heidi. Ach. Servus. Hat's dir die Rede verschlagen, dass ich hier bin? Ja, schon. Wie kommst du denn hierher? Das ist eine lange Geschichte, Heidi. Ich muss in ein paar Stunden wieder weg. Ah ja, so schnell? Du hast dich überhaupt nicht verändert, Heidi. Du dich auch nicht.
Du? Ich glaube, wir können allein weitergehen. Ja, ich glaube auch. Zahlen, Herr Wirt. Ja. Zahlst du? Sechs Bier. Wieso? Ich habe geglaubt, das heißt Molle. Wollen Sie einen ollen Berlin auf die Hippe nehmen? Na gut, also. Drei Bier, drei Mollen, 2,40. Bitte. Und wohin fliegst du morgen? Nach Kopenhagen und dann über Nordpol nach Alaska. Aha, und was machst du da? Das will ich dir eben alles erzählen. Vorausgesetzt, dass es dich noch interessiert. Warum soll's mich nicht interessieren? Nur du, Ferre, ich hab jetzt keine Zeit. Warum nicht? Bist du verlobt inzwischen oder verheiratet? Nein. Aber du? Das will ich dir eben alles erklären, aber nicht hier auf der Straße. Ferre, gern nur. Ich muss jetzt zur Arbeit, du. Ich bin in ganz großer Eile. Schau, meine Kollegin wartet schon. Aber irgendwann wirst du doch heute Zeit für mich haben. Oder willst du mich nicht treffen? Doch. Gut, aber es geht erst um 12 Uhr in der Nacht. Gut, dann treffen wir uns eben um 12 Uhr nachts. Ja. Und wo? Sagen wir am Kurfürstendamm, Kranzlecke. Kranzlecke? Ja, das berühmte Café. Na gut, um 12 Uhr. Du, mein Bus kommt. Entschuldige, ich muss rein. Viele schon, Heidi. Sag mal, wer war denn das? Ein Wiener Bekannter aus Venedig damals. Also bitte, wenn du nicht willst, brauchst du nichts zu erzählen. Nein, ich begreife nur nicht, dass er jetzt so plötzlich aufgetaucht ist. Hattet ihr euch denn verkracht? Das ist ja wahnsinnig aufregend. Im Gegenteil, wir waren sehr glücklich. Aber ich glaube, ich habe alles zu ernst genommen. Er sprach damals gleich vom Heiraten und dann auf einmal schrieb er, er wolle eine andere heiraten. Na, die Sorte kenne ich. Das sind die Schlimmsten, auf die falle ich auch immer rein. Diese Männer. Und da taucht er jetzt plötzlich auf und sagt, er sei nicht verheiratet und er müsse mich unbedingt sprechen. Eigentlich unverschämt, nicht? Du hast ihn doch hoffentlich abfahren lassen. Nein, ich sehe ihn heute Abend, aber nur, weil ich wissen will, was er mir diesmal wieder vorlügt. Dass ich nicht kichere. Du bist immer noch verliebt in ihn, das ist es. Ich und verliebt? Nein, Uschi, da irrst du dich. Sag mal, hast du ihm eigentlich erzählt, dass es vorbei ist mit deiner Tanzerei? Wie sollte ich denn? Dazu war ja gar keine Zeit. Bitte? Das würde ich auch nicht tun. Die Männer brauchen schließlich nicht alles zu wissen, nicht? Und außerdem, wo er doch bloß ein paar Stunden hier ist. Vielleicht hast du recht. Du kommst doch sicher mit, ich will noch einige Aufnahmen machen. Das ist mal wieder typisch. Komm, hast du durch Zufall mal einen Tag Ruhe und schon willst du wieder losziehen. Ich denke gar nicht daran, ich bleib hier. Ja, das kann ich verstehen, wenn du die Schuhe immer eine Nummer zu klein kaufst. Die Schuhe sind nicht zu klein. Umso besser, dann komm doch. Was willst du denn am Kurfürstendamm fotografieren? Dort gibt es keine nackten Mädchen wie in der Südsee. So etwas soll man nie ungeprüft glauben, also kommst du? Nein, danke, ich gehe allein. Welches Zimmer hat Frau Illing? Wen darf ich melden? Mich brauchen Sie nicht zu melden. Ich bin Ihr Agent. Ich will nur Blumen bringen. Zimmer 227. Danke. Ja? Wer ist da? Hier ist Barna. Ach, der alte Barna aus New York. Ja, meine Liebe. Darf ich bitte? Ach, das freut mich. Was tun Sie denn hier? Der alte Barna ist überall da, wo was los ist. Eben habe ich von dem glücklichen Zufall gehört, der Sie nach Berlin gebracht hat. Na, ich finde ihn nicht so glücklich. Nehmen Sie Platz. Dankeschön. Aber liebe gnädige Frau, ich bin überglücklich. Und der Opa ist es auch. Weshalb? Die Tellberg ist erkrankt. Die Opa hat natürlich Ersatz, aber jetzt sind Sie ja da. Sie müssen morgen Abend singen. Auf keinen Fall. Ich hole die besten Bedingungen für Sie raus, was Sie wollen. Aber morgen Abend bin ich doch in Kopenhagen. Nein, das glaube ich nicht. Ich habe schon mit der Fluggesellschaft gesprochen. Der Mechaniker ist schwer verletzt und der Ersatzmann kann von Kopenhagen heute nicht weg wegen Nebel. Er kann frühestens morgen Nachmittag da sein. Dann fliegen wir eben morgen Abend. Nun glauben Sie mal einen alten und erfahrenen Globetrotter. Ich kenne den Nebel dort oben. Sie sind morgen Abend noch da. Es geht erst übermorgen früh weiter. Es ist egal, ich singe nicht. Haben Sie mir nicht mal erzählt, Sie wären hier in Berlin aufgewachsen? Ich verstehe Sie nicht. Liebe Barna, versuchen Sie doch zu verstehen, ich will in Berlin nicht singen. Na schön. Überschlafen Sie es. Morgen frage ich noch mal. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Zentrale? Ja,
Bitte, ich möchte von nun ab nicht mehr gestört werden. Und auch keine Besucher. Danke. Und geben Sie mir einen Abend. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hallo? Ist da jemand? Hallo? Die Berliner Morgenpost. Sensationeller Zwischenfall in Tempelhof. Polizeibeamter und schwedischer Mechaniker angeschossen. Haben Sie noch die Zeitung von gestern Abend? Wann meinen Sie, ich bin Altwagenhändler? Sensationeller Zwischenfall in Tempelhof. Polizeibeamter und schwedischer Mechaniker in Lebensgefahr. Sensationeller Zwischenfall in Tempelhof. Meine Damen und Herren, auf dieser Rundfahrt werden Sie ein mathematisches Wunder erleben. Eins ist dasselbe wie zwei. Es gibt zwar eine Stadt Berlin, aber zwei verschiedene Städte. Denn mittendurch läuft eine feine Erfindung, die nennt sich Sektorengrenze. Ich hab sie nicht erfunden, meine Damen und Herren. Das können Sie mir glauben als Mensch und Berliner. Wir befinden uns hier in Westeuropa, auf der anderen Seite ist Osteuropa. Das dauert keine 3 Minuten. Und das ist keine Zauberei, meine Damen und Herren. Nee, viel schlimmer, das ist Politik. Aber über Politik darf ich nicht reden und darum will ich Ihnen mal die Gegend erläutern. Was Sie hier sehen, ist der stehen gebliebene Turm der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche. Er soll jetzt einen Orden bekommen für besondere Standhaftigkeit, denn seit Jahren soll er abgerissen werden, aber wie Sie sehen, er steht noch immer. Und er wird auch stehen bleiben, denn wir Berliner haben dieses Häufchen Unglück in unser Herz geschlossen. Und was wir mal gern haben, oh, da passen wir sehr drauf auf. Bitte, Fräulein, noch einen Martini. Ja, sofort. Was darf es sein, bitte? Ein Kaffee. Heidi, Fräulein, zahlen. Einen Kaffee, sofort. Ja, ich komme schon. Bist du nicht mehr bei der Oper? Nein, schon lange nicht. Ja, warum nicht? Du, ich kann dir das jetzt hier nicht so schnell erklären. Ich erzähl's dir heute Abend, ja? Hallo, Fräulein! Deshalb hast du bis 12 zu tun? Mhm. Fräulein, bringen Sie noch 3-mal Schlagsahne. Fräulein! Ja? Also bis 12. Fräulein, Sie können sich mit dem Herrn später unterhalten. Ich hab's eilig. Ja, ich komm ja schon. Verzeih bitte. Fräulein, mein Schuh ist weg. Gnädige Frau, ich habe ihn bestimmt nicht. Nicht die Geduld verlieren, Fräulein Wolters? Nein, aber manchmal ist es schwer. Ja, wem sagen Sie das? Aber servieren ist kein Beruf, sondern eine Berufung. Nein, eine Schinderei. Das die neueste Mode ist? Hübsch, aber kostet eine Menge Strümpfe. Na, sicherlich hat sie die Schuhe auf Abzahlung gekauft und die haben mir bloß einen mitgegeben. Ja, ja. Na, Fräulein, worauf warten Sie noch? Grüner wird's nicht mehr. Doch bitte die Nachricht jedem unserer Fluggäste ins Fach. Wieso? Verzögert sich der Abflug? Ja, nicht vom morgen Mittag. Wiedersehen. Wiedersehen? 327, bitte. Der Schlüssel ist oben. Der Herr Gemahl ist bereits zurückgekommen. Bitte, wo kann eine Dame heute Abend allein hingehen? Ein gutes Theater, Konzert? Die Theater sind leider alle ausverkauft, nee, die Frau. Aber ich habe noch ein paar Karten für die Waldbühne heute Nachmittag. Internationales Varieté-Programm. Geben Sie mir eine. Bitte sehr. Danke.
Siehst du, jetzt hast du einen Schuh verloren, weil er dir zu groß war. Scherben bringen Glück. Aber du musst sie bezahlen. Aber du weißt doch, mein Kind, für dich ist mir nichts zu teuer. Sag mal, wo gehen wir heute Abend hin? Es sollen hier so nette Restaurants geben. Ich habe schon eine Verabredung. Mit wem? Mit einem sehr netten, besseren Herrn. Diesem sehr netten, besseren Herrn werde ich das Genick umdrehen. Wohin geht ihr? Das weiß ich noch nicht. Das überlasse ich ihm. Er wird das schon richtig machen. Mal in Ihr Programm sehen. Ja, aber bitte gern. Das ist eine Wucht, nicht? Bitte? Ja, ich meine, das ist Dufte, wa? Ja, ausgezeichnet. Mir gefällt es ja überhaupt sehr gut. Sie sind Ausländer, was? Ja, haben Sie das gleich bemerkt? Naja, ich habe so ein bisschen geschnuppert. Paris, Frankreich, nicht? Französische Schweiz, aus Genf. Das ist aber auch eine schöne Gegend. Sehr schön. Berlin ist auch sehr schön. Ja, mir gefällt's. Sind Sie auch Künstler? Aber nein, wie kommen Sie denn darauf? Sie könnten einer sein. Wissen Sie, Sie haben so etwas, wie sagt man dazu, Innerliches, so etwas Geistiges. Sie denken sicher viel nach. Ja, denken ja. So Kreuzworträtsel und so, ja, ja. Sehen Sie, das sieht man Ihnen an. Ja. Sie sind bestimmt ein sehr kluger Mann. Ja, ich habe einen Blick dafür. Na, aber ich glaube, jetzt wollen Sie mich verflachsen. Aber was? Nein, na, bitte aber, nein. Na? Mit Ihnen... Mit Ihnen möchte ich mich einmal gerne lange unterhalten. Sie haben sicher für alle Probleme eine Lösung. Na ja, das können wir ja mal machen. Nee, also ich muss Ihnen sagen, Sie duften aber wie ein botanischer Garten. Sind Sie Universitätsprofessor? Aber nein, Brieftaubenzüchter. Ach. Ja, und außerdem habe ich ein Fuhrunternehmen. Brieftauben haben mich schon immer interessiert. Ja? Davon müssen Sie mir erzählen. Ach, na ja. Haben Sie nach der Vorstellung etwas vor? Na, jedenfalls nichts Besseres. Könnten Sie mir vielleicht Berlin bei Nacht zeigen? Ich kenn's noch gar nicht. Na ja, nee, Frau, aber ich muss Ihnen sagen, meine Brieftasche ist platt wie eine Flunder. Auf meine Rechnung. Wo können wir denn hingehen? Na, es kommt ganz darauf an, was Sie ausheben wollen. Portemonnaie, damit Sie nachher bezahlen können. Ja, danke. Jetzt möchte ich Champagner trinken. Ja? Herr Ober! Sekt! Bitte hier, meine Herren. Wir Berliner nennen Sekt nämlich Knallkümmel. Mit Vornamen. Siegesmund. Und ich heiße Nicoline. Prosit, Siegesmund. Ach so, Prosit, Nicoline. Also ich heiße Siegesmund. Hallo. Und nun ist es so, man nimmt eine bestimmte Rasse für die Brieftauben und diese Rasse heißt die Tümmler. Und die Tümmler sind... Aber interessiert Sie denn das eigentlich? Erzählen Sie mir lieber etwas von sich. Och, da gibt's ja nicht viel zu erzählen. Sind Sie verliebt, verlobt? Verheiratet? Nee, also dazu ist es Siegesmund Kowalke zu schade. Ja, wieso denn?
Sind Sie Frauen gegenüber so anspruchsvoll? Nee, umgekehrt wird vielleicht ein Hut daraus, liebes Fräulein. Die Frauen sind zu anspruchsvoll. Ich will ja keine. Ich bin eine Frau. Und ich kann ihre Wirkung beurteilen. Also wenn mir das einer heute Nachmittag prophezeit hätte. Also nee, wissen Sie, nee. Sind Sie nicht manchmal sehr einsam? Nee, kann ich eigentlich nicht sagen. Allerdings, wenn Sie das jetzt so sagen, immer bloß so mit den Tauben. Na ja, daran sind Sie natürlich selber schuld. Wie meinen Sie? Sie müssten sich ein bisschen Mühe geben. Sie könnten zum Beispiel mit mir flirten, zur Übung. Ich weiß da ja nicht, wie man das macht. Wie Ihre Tauben. Sie könnten doch wenigstens mit mir tanzen nachher. Nein, ich kann ja gar nicht tanzen. Wissen Sie, das ist nämlich interessant. Beim Tanzen, da stört nicht immer die Musik. Weiß der Teufel. Kowalke! Mein Name ist Peterson. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass ich mit der Dame an Ihrem Tisch verheiratet bin. Und zwar sehr gerne. Wenn Sie nicht sofort verschwinden, schlage ich Ihnen den Schädel ein. Ja, sofort. Jetzt muss ich gehen. Aber warum denn? Ja, das war Ihr Mann. Kümmern Sie sich doch nicht um ihn. Nee, nee, also da bleibe ich lieber bei meinen Brieftauben, Fräulein Nicolin. Die Herrschaften wollten gehen, dann wäre die Rechnung noch zu bezahlen. Wollte der Herr tun? Der Herr ist weg. Gnädige Frau, wenn Sie die Rechnung nicht bezahlen können, muss ich Sie leider bitten, mit ins Büro zu kommen. Kann ich vielleicht das junge Fräulein auslösen? Der Herr zahlt. Danke. Bleib sitzen und denk daran, dass du kein Fahrgeld hast. Du musst mit mir kommen. Du bist immer noch dein zärtlich liebender Ehemann. Eines Tages wurde mir klar, dass zu einer wirklich großen Tänzerin meine Begabung doch nicht ausreicht. Und ich war auch gar nicht so überrascht, als ich meine Kündigung bekam. Und dann bist du Servierfräulein geworden? Was blieb mir anderes übrig? Warum hast du mir nichts davon geschrieben? Aber Ferry, nach deinem letzten Brief? Schließlich wolltest du doch eine andere heiraten. Oder war das nur eine Ausrede, um mir nicht mehr zu schreiben? Nein, nein, Heidi. Ich war drauf und dran, eine große Dummheit zu begehen. Nachdem wir unser Geschäft zusperren mussten, wollte ich eine Frau heiraten, nur weil sie Geld hatte und ich keins. Es ist mir sehr schwer gefallen, dir damals diesen Brief zu schreiben, glaub mir. Und ich habe gedacht, das war alles eine große Lüge damals in Venedig. Aus den Augen, aus dem Sinn. Und was machst du in Amerika? Wir, meine Freundin und ich, wir fliegen weiter nach Alaska. Bodenforschung. Das wolltest du doch schon immer. Ja. Nur fange ich meinen Beruf ein paar Etagen tiefer an, als ich eigentlich wollte. Und du? Was hast du für Zukunftspläne? Überhaupt keine. Ich habe mir abgewöhnt, Pläne zu machen. Es kommt ja doch alles anders. Wirst du heiraten? Heiraten? Nee. Du kannst ja nicht ewig Servierfräulein bleiben. Weißt du, ich spiele jede Woche im Lotto. Meine Freundin, die hat nämlich ein kleines Modegeschäft. Und wenn ich da mal ein paar tausend Mark gewinne, dann kann ich mich dran beteiligen. Verzeihung, die Herrschaften hatten gerufen. Nein. Wieso? Wie spät ist denn schon? Es ist 2:30. Na dann aber schnell zahlen. Was, nur 2 Gläser Wein? Mehr haben wir nicht gehabt? Sie haben sich ebenso angeregt unterhalten. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Das ist der Frühling. Das ist der Frühling von Berlin. Taram, taram. Für die ist unser Berlin ein Stück Paradies. Gehen wir noch wohin? Du Ferry, ich bin so müde. Ich bin den ganzen Tag auf den Beinen, du. Ich falle gleich um. Morgen Vormittag, hast du da was vor? Nein. Unser Flugzeug geht frühestens am Nachmittag. Können wir uns morgen früh schon treffen? Ich könnte, wenn du willst. Ich habe erst Nachmittagsdienst. Ja, für mich schaut alles jetzt ganz anders aus. Ich möchte das ganze letzte Jahr ausradieren. Dieses Jahr, wo wir nichts voneinander gehört haben. Ich weiß nicht, ob du es willst. Wann treffen wir uns morgen? So früh wie möglich. Ich bin so kurz hier, dass jede Stunde kostbar. Gut, und dann treffen wir uns morgen um 10 Uhr auf der Bauausstellung am Hansaplatz, ja? Gut, 10 Uhr Hansaplatz. Ich werde schon finden. Und eines musst du mir glauben, Heidi. Ich habe dich nie vergessen. Ich dich auch nicht. Was machen Sie denn da? Lassen Sie mal gut sein, junger Mann.
Für so eine nette Fuhre, da schalte ich auf billigeren Tarif. Musst du wirklich schon nach Haus? Wir können noch nichts Endgültiges sagen. Die Bluttransfusion ist rechtzeitig vorgenommen worden, aber er ist noch bewusstlos. Wird er am Leben bleiben? Na, wir hoffen es. Aber nun gehen Sie nach Hause, Kindchen. Sie müssen schlafen. Ich möchte hier bleiben. Ich kann doch nicht schlafen. Wissen Sie, wir wollten im nächsten Monat heiraten. Nur Mut, mein Kind. Und ein bisschen Gottvertrauen. Wir werden nichts unversucht lassen. Danke, Herr Doktor. Hallo. Sind Sie nicht aus der Maschine nach Kopenhagen? Ja. Ja, kommen Sie herein. Bitte, seien Sie barmherzig. Trinken Sie mit mir. Leisten Sie mir Gesellschaft. Ich muss hier auf einen Anruf warten aus Los Angeles und kann nicht mehr allein warten, muss Menschen um mich haben, Sie verstehen. Bitte machen Sie Musik, Meister. Music, please. Play something. Na, es ist schon spät. Oh, nur um meine Unruhe zu betäuben, nicht wahr? Aber ich bin sehr problemlos. So ein Kind. So ein Kind ist doch heutzutage für einen Arzt eine Kleinigkeit. Ja, für einen Arzt, aber ich bin ja nicht Arzt. Ich bin der Vater. Und Vater zu werden ist wohl das Schönste und Aufregendste auf der Welt, was es gibt. Bisher habe ich vielleicht gelebt, um Geld zu verdienen, aber sehen Sie, was ist alles Geld in der Welt für zwei Kinderaugen? Sie verstehen? Wie ein Anlachen. Und ich habe Sie immer für einen harten Geschäftsmann gehalten, der dort, wo die anderen Menschen das Herz haben, nur ein Scheckbuch hat. Ja, aber junger Mann, sehen Sie, bei jeder Geburt ist die Frage, ob man in Zukunft ist, vielleicht zu dritt oder nur zu zweit. Oder ganz allein. Niemand weiß. Haben Sie jemals ein Kind bekommen? Bis jetzt sind es 9. Bei den ersten beiden habe ich mich auch so aufgeregt. Aber dann hat es mir meine Frau verboten. Ein Telegramm, bitte. Bitte. Ein Telegramm von der Universal aus Stockholm. Sind mit Ihrem Vorschlag einverstanden und erwarten interessanten Bildbericht von Berlin. Universal Johansson. Woher wissen die denn, dass du hier bist? Ich habe Ihnen telegrafiert, ob Sie eine Bildreportage von Berlin wollen, wenn ich schon mal hier bin. Arbeit, Arbeit, immer nur Arbeit. In Wirklichkeit warst du nie mit mir verheiratet, sondern immer nur mit deinem Fotoapparat. Dein Stativ liegt dir mehr am Herzen als ich. Ja, dann müsstest du aber schon so hübsche Beine haben wie du. Das sind die Funkbilder aus Rom. Sofort veröffentlichen lassen. Schicken Sie auch ein paar Abzüge in die DDR. Die haben Sie schon bekommen. Die Volkspolizei ist bereits an allen Kontrollpunkten unterrichtet. Hm. Na, sucht ihr was Bestimmtes? Italienische Bankräuber. Nee, nee. Außer Spaghetti haben wir nicht geladen. In Ordnung. Weiter. Taschentuch? Ja, aber ich verpump's nicht. Na, kleine Sträußchen fürs Fräulein Braut. Wie ist denn mit den Nähten hier für Supermarkt? Oder die für 2,50? Was ist denn da der Unterschied? Na, 50 Pfennige. Na, gehst mir die für 2 Mark. Und wie lange halten die? Na, 3 Wochen mindestens. Na, 3 Wochen? Ja, die Stängel, auf jeden Fall. Sagen Sie bitte, wie komme ich denn da zum Hansaplatz? Also, da fahren Sie da mit der Stadtbahn. Wissen Sie, bis Bahnhof Bellevue. Dankeschön. Wiederschauen. Alle Zeitungen sind voll davon. Die Knallerei war genauso überflüssig wie die in Rom auch. Aber ich habe doch gedacht... Wenn du schon denkst, müsste man dich umlegen. Na.
Schnell, unser Polizisten, das sind zwei Verbrecher. Ich pass auf, wo sie bleiben, ja? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je n'ai pas compris. Wir werden beobachtet. Ich hab's schon gemerkt. Aber von der Polizei ist es niemand. Du warst da nicht mit uns im Flugzeug? Hey, Fräulein, zahlen. Herr Ober, der Apparat funktioniert nicht. Ja, damit funktioniert's nicht. Das ist ja Westgeld. Sie sind hier in der Deutschen Demokratischen Republik. Aber ich muss dringend die Polizei anrufen. Die Burschen, die gerade draußen sind, alles sind Verbrecher. Ich werde das erledigen. Danke. Wenn Sie mich meinen, mein Fräulein, ich heiße Otto, seit meiner Taufe. Oh, entschuldigen Sie, ich habe mich geirrt. Bitte, wo ist die Hochschule für Musik? Straight ahead. Danke. No, man, we play for him, man. Okay. Ist das die Heilsarmee? Nee, das sind die Schöneberger Sängerknaben. Straßensänger aus Schokolade. Thank you.
du heute überhaupt nicht aufstehen? Ich kann nicht. Was hast du denn? Rheuma. Ich kann den Arm nicht bewegen. So wie damals in Feuerland? Noch viel schlimmer. Ich habe die ganze Nacht gerufen. Ich wollte ein Heizkissen haben. Hast du mich denn nicht gehört? Nein, ich dachte, ich wusste doch nicht. Warte, ich hole einen Arzt. Ach, das ist doch nicht notwendig. Das ist nicht Rheuma, das ist Neuritis. Hallo, Fräulein, ja? Bitte, wir brauchen sofort einen Arzt. Ja, ich komme gleich mal runter. Wer ist denn Hansi? Mein Hansi ist mir weggeflogen. Da oben ist er. Ah, warte mal. Den fangen wir dir. Ja. Hey, would you please something play for the bird? Ja, ja. For that bird. Spielt doch etwas, dann fliegt er nicht davon. I'm sorry. Mach dir keine Sorgen, wir kriegen ihn schon noch. Er ist musikalisch. Komm, Hannes. Bleib stehen. Warte, der Onkel kann gut klettern, weißt du? Doktor, was kostet es, wenn Sie mich nicht untersuchen? Wieso? Haben Sie Angst? Nein, aber mein Arm ist vollkommen in Ordnung. Hier. Ich musste meiner Frau nur eine kleine Komödie vorspielen. Bitte helfen Sie mir dabei. Wenn es einem guten Zweck dient? Dem allerbesten. Ich möchte meine Frau gern behalten. Ach, das hört man nicht oft. So, hier sind die Tücher. Was ist mit dem Arm, Herr Doktor? Hey, Frau. Eines kann ich Ihnen mit Bestimmtheit versichern, der Arm ist zu retten. Sie müssen nur vorsichtig sein. Und wie soll ich ihn behandeln? Nett. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Vielen Dank. Was hat er gesagt? Du sollst mich nett behandeln. Das heißt den Arm natürlich. Oh. Komm, ich mach dir gleich eine Bandage. Dank dir schön. Merkwürdig, diese Ärzte in Berlin. Ja. Kannst du den Arm gar nicht bewegen? Nein, überhaupt nicht. Ach, bitte schick doch für mich ein Telegramm nach Stockholm und sage, ich kann den Bildbericht hier nicht zu Ende machen. Aber du hast doch schon angefangen. Du kannst doch nicht einfach aufgeben. Schließlich hast du doch einen Auftrag. Ja, aber du hast doch selber gesagt, ich soll mir lieber Ruhe gönnen. Es geht eben abwärts mit mir und du hast vollkommen recht, wenn du mich verlässt. Ach, red doch nicht solchen Unsinn. Aber mein ganzes Streben, mein ganzer Ehrgeiz, ich mach das doch alles nur für dich. Das ist alles nun dahin. Vielleicht hängen sie eines Tages von mir einige Bilder in einer Ausstellung und die Leute werden dann sagen, ja, werden sie sagen, der arme Patterson, schade, dass er so elend kaputt gehen musste. Oh. Herr, das erlaube ich nicht. Was, dass die Leute nett von mir reden? Nein, dass du dich durch ein bisschen Rheuma aus der Bahn werfen lässt. Ein bisschen ist gut. Ja, ich war dagegen, dass du hier in Berlin arbeitest, aber jetzt, wo es einmal abgemacht ist, kannst du doch nicht kneifen. Sieh mal, ich habe so lange als deine Assistentin gearbeitet. Ja. Da kann ich es doch auch noch heute tun. Ja. Weißt du was, ich gehe mit dir und fotografiere nach deinen Anweisungen. Und du hast wirklich nichts Besseres vor? Ich meine, vielleicht eine nette Verabredung oder so. Es geht um deine Existenz. Natürlich. Und da habe ich keine Verabredungen. Und das finde ich großartig von dir, mein Goldstück. Bild dir keine Schwachheiten ein. Es ist wirklich nur, weil du den Arm nicht bewegen kannst. Natürlich, natürlich. Mmh. Per! Frau Illing im Hause? Ja, aber ich darf keine Besucher anmelden, Herr Barnard. Na, schon gut, ich weiß Bescheid. Bitte legen Sie das wieder unseren Fluggästen ins Brieffach. Sie sollen sich um 3 Uhr hier erkundigen, wann wir starten. Werden die Zimmer heute immer noch nicht frei? Ich weiß nicht, bis jetzt ist in Kopenhagen immer noch Nebel. Sind Sie alleine? Ja, ganz allein, kein Mensch weit und breit. Aber meine Liebe, Sie können sich doch nicht tagelang in Ihr Zimmer einschließen. Was tun Sie denn hier? Ich lege eine Patience. Ja, und wenn Sie damit fertig sind? Dann lege ich eine neue Patience. Ah, und das machen Sie seit gestern Nachmittag? Mhm. Eine sehr sinnvolle Beschäftigung. Na, hören Sie mal zu. Was kann ich für Sie tun, damit Sie heute Abend singen? Soll ich alter Barner hier auf den Händen herumlaufen? Oder soll ich Sie vielleicht in der Rokokosänfte in die Oper tragen lassen? Bitte, bitte. Oder verlangen Sie einen Spalier von galonierten Dienern mit Hackeln? Kind, Sie kriegen alles. Ich bin ja ruiniert, wenn Sie nicht singen. Ich hab's doch dem Intendanten versprochen.
Ich singe nicht. Warum nicht? Ich meine, Sie müssen doch einen Grund haben. Bei einer Absage brauche ich einen Grund. Oder wenigstens eine Entschuldigung, eine Ausrede. Ich will hier niemanden sehen. Ich hasse diese Stadt. Ah, jetzt kommen wir der Sache schon näher. Sie hassen die Stadt, die Häuser, die Straßenbäume, den Zeitungsverkäufer an der Ecke, die Untergrundbahn. Hm? Na, und was noch? Wer ist der Mann? Kenne ich ihn? Wie heißt er denn? Er heißt Michail Markov. Kennen Sie ihn? Und ob? Er war der beste Tenor seiner Zeit. Er war mein Gesangslehrer. Richtig, richtig. Und was hat er Ihnen getan? Na, nun erzählen Sie es den alten Barner. Ich meine, das erleichtert doch. Und Sie wissen, Verena, ich habe für alles volles Verständnis. Meine Eltern waren sehr arm und er hat mich umsonst unterrichtet. Ich habe ihn geliebt. Ich war sehr jung. Wie oft habe ich mich nachts in einer Telefonzelle versteckt und ihn beobachtet, als er mit anderen Frauen nach Hause kam. Aber ich habe alles ertragen, weil ich ihn liebte. Und eines Tages hat er mich weggeschickt. Einfach weggeschickt. Er wollte mich nicht mehr sehen, er hatte genug von mir. Damals glaubte ich, ich müsste daran sterben. Aber nur der eine Teil ist gestorben. Der andere Teil ist am Leben geblieben und hat Karriere gemacht. Wissen Sie, Barna, damals, als ich völlig verzweifelt war, da habe ich mir vorgenommen, groß zu werden. Ganz groß. Und dann mit Markov abzurechnen. Ich habe nie wieder etwas von ihm gehört, aber ich weiß, er lebt immer noch hier in derselben Wohnung. Verstehen Sie jetzt, dass ich hier nicht singen will? Er hat nie etwas gut gefunden, was ich gemacht habe. Er würde im Parkett sitzen mit seinem ironischen Lächeln und mir Angst machen. Es würde mir die Kehle zuschnüren, wie damals das junge Mädchen. Ich will nicht nachrechnen, aber da muss doch schon einige Zeit vergangen sein. Ja. Aber ich kann darüber nicht hinwegkommen. Solange ich mit ihm nicht abgerechnet habe. Na, wie haben Sie sich das nun vorgestellt, diese Abrechnung? Das weiß ich selber nicht. Ich habe jahrelang darüber nachgedacht. Aber alles ist zu wenig dem gegenüber, was er mir angetan hat. So, jetzt wissen Sie alles. Und jetzt fahre ich zu ihm. Ich wollte nicht nach Berlin, weil ich davor Angst hatte. Aber nachdem ich hier bin, so soll es sein. Was suchen Sie denn da? Na? Ach so. Nein, 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 nein. Also schießen werde ich nicht. Das ist er nicht wert. Es gibt andere Mittel. Kann ich, soll ich mitkommen? Zu Markov? Nein. Nur bis an die Haustür. Ich warte dann draußen. Wo wohnt er? Am Lietzensee. Wenn der erst noch in den Löwenkäfig fliegt, da gehe ich nicht mehr rein. Hansi! Hansi! Also ich kann nicht mehr pfeifen, ich habe schon Franzen am Mund. Hansi! Hansi! Na, was suchst du denn, mein Kind? Mein Hansi ist mir weggeflogen. Mein Kanarienvogel. Und jetzt ist er verschwunden. Sag mal, ist es vielleicht der, der da auf dem Käfig sitzt? Ja! Halt, 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 nicht rühren. Pass mal auf, gleich wird er reingehen. Abends kommen Sie immer von selbst in den Käfig. Da haben Sie nämlich Hunger. Und dafür bin ich auf 13 Bäume geklettert. Also das nächste Mal werde ich gleich einen Fachmann fragen. Dankeschön, Dankeschön. Da wohnt er. Und das ist die Telefonzelle, wo ich mich immer versteckt hatte.
Jetzt wird das alles plötzlich so lebendig. Verena, muss das sein? Ja. Kleiner Ehekrach, was? Ach, Raubtierbändiger müsste man sein. Dann hätte man ein leichtes Leben. Ich bin auch verheiratet. Kann ich Herrn Markov sprechen, bitte? Dort, letzte Tür links. Wissen Sie, wenn er Klavier spielt, hört er nie das Klingeln. Ich habe wohl wieder das Klingeln nicht gehört. Ich heiße Markov. Wollten Sie zu mir? Ja. Ich erwarte keinen Besuch. Deshalb ist es hier so unordentlich. Bitte nehmen Sie Platz. Ach so, da liegt etwas drauf. Ja. Sieht bei mir immer so wüst aus. Aber bitte nehmen Sie daran keinen Anstoß. Kommen Sie wegen Gesangsunterricht? Ja. Das freut mich. Es kommen nämlich nicht viele Schüler zu mir. Ich lebe mehr vom Vermieten. Aber die Großen an der Oper, die wissen gut, wer ich bin. Oder vielmehr, wer ich war. Hier, sehen Sie? Das ist nur ein Teil von meinen Schülern. Ich weiß. Rauchen Sie? Ja. Nein, danke. Ich sehe nämlich nicht mehr so gut. Aber das Gehör ist noch in Ordnung. Ja, das ist wohl die Hauptsache bei einem Gesangslehrer. Ja. Darf ich fragen, wer Sie zu mir geschickt hat? Verena Illing. Verena? Verena Illing? Wo haben Sie sie getroffen? Ich kenne sie schon lange. Oh, Verena, hat dich also noch nicht ganz vergessen? Nein. Verena, mein Gott. Da hängt sie als junges Mädchen. Leider habe ich kein Bühnenfoto von ihr. Sie hat mir nie geschrieben. Aber ich habe ihre Karriere verfolgt. Ich habe alle Zeitungsausschnitte über sie gesammelt. Ich habe nicht mehr viel Geld, aber wenn eine neue Platte von ihr herauskommt, dafür muss es reichen. Verena. Kennen Sie sie gut? Ja, sehr gut. Manchmal täuscht einen die Erinnerung. Deshalb muss man mit seinen Äußerungen vorsichtig sein. Aber ich glaube, Verena war wirklich die größte Liebe meines Lebens. Aber sie hat es mir ganz anders erzählt. Sie sollen so hart zu ihr gewesen sein und so rücksichtslos. Als Lehrer, natürlich. Das musste ich sein, um das Größte aus ihr herauszuholen. Sie wusste damals selbst noch nicht, wie begabt sie war. Verena hat sie geliebt? 20-Jährige lieben immer. Das ist ihr Schicksal. Aber Sie haben sie fortgeschickt. Es ist mir schwer genug gefallen. Ein Mann wie ich darf es nie wagen, ein Genie an sich zu binden. Sehen Sie, ich bin heute arm und vergessen. Aber ihr liegt die ganze Welt zu Füßen. Sie hat mir nie eine Zeile geschrieben, auch nie ein Bild geschickt. Und das hat mich sehr traurig gemacht. Ja. Wenn ich Sie unterrichten soll, möchte ich gerne von Ihnen etwas hören. Was wollen Sie mir vorsingen? Irgendetwas, was Sie am meisten an Verena erinnert. Wenn die Abendglocken klingen,
denk ich dann, wenn die Busterlieder singen, denkst du mein, denk ich an dich, denkst du an mich, stundenlang, denn mein Leben zu mir gefunden haben. Ich wollte schon lange kommen, Michael. Ach, das ist der schönste Tag meines Lebens. Ich danke Ihnen, Verena. Ich danke Ihnen. Und ich habe Ihnen nicht einmal etwas mitgebracht. Ihren Cognac oder eine neue Schallplatte. Sie haben sich selbst mitgebracht. Und wenn es auch nur für einige Minuten ist. Ach, ich bin so unsagbar glücklich. Kann ich etwas für Sie tun, Michael? Ich glaube nicht. Ich habe nur noch einen Wunsch im Leben. Ich möchte Sie einmal auf der Bühne sehen und hören. Frau Ehring, was ist passiert? An wen wollt ihr telefonieren? Ach, Sie? Habe ganz vergessen, dass Sie hier sitzen und warten. Sagen Sie schnell der Oper, dass ich heute Abend singe. Ich brauche nur eine Verständigungsprobe und einen Sitz in der Direktionsloge. Für den da. So, das wäre der See zwischen den Häusern. Und jetzt von hier aus die Autorennbahn, ja? Sieh mal einer an. Wollen wir noch ein paar Aufnahmen vom Rennen machen? Aber Nicolin, auf einmal so sensationslüstern. Ich denke, solche Reportagen soll ich anderen überlassen. Thank you.
Bitte zieh dein Jackett an. Dieser Wind ist ganz schlecht für deinen Arm. Auch ein bisschen Wind kann ich schon vertragen. Kannst du mir nicht doch ein bisschen helfen? Bitte. Dankeschön. Bitte. Und hier das Ruder auch bitte. Dankeschön. Was war denn das für ein Schild? Keine Ahnung. Wir werden uns das nachher ansehen, wenn wir wieder zurückkommen. Da hinten, da liegt Potsdam und Sanssouci. So, mein Goldstück. Jetzt sind wir in Potsdam. Das müsste das ehemalige Stadtschloss gewesen sein. Na, dass wir auch keinen Reiseführer mitgenommen haben, zu dumm. Guck mal da, die Garnisonkirche oder Garnisonskirche. Ich weiß nicht genau, wie man sagt. So, das neue Palais mit den Figuren vom alten Knobelsdorf haben wir auch hinter uns. Und hier die Kavaliershäuser. Ob da dein Taubenzüchter wohnt? Die Bildergalerie gefällt mir aber sehr gut. Vielleicht hängen sie da später mal meine Fotos aus. Guck mal, Schloss Sanssouci. Wenn mich meine Französischkenntnisse nicht im Stich lassen, heißt Sanssouci ohne Sorge. Noch meine Sorge. Komm. Den chinesischen Pavillon gucken wir uns mal etwas von der Nähe an. Mit Gold haben sie aber wirklich nicht gespart. Da hast du es. Das hat Friedrich II. Erbaut. Der alte Fritz nennen sie ihn. Na, findest du es nicht auch ganz nett, dass wir mal wieder zusammenarbeiten, genauso wie früher, hm? Hier gibt's auch keine Schlangen und keine Skorpione und keine Moskitos. Nur Frechdachse. Guck mal, die Gräber da hinten. Ob da der alte Fritz begraben liegt? Na, hören Sie mal. Der König liegt doch nicht auf dem Hundefriedhof. Da hinten, das sind die Grabsteine seiner Lieblingshunde. Er hatte doch immer Windspiele, wissen Sie. Da drüben, da liegt Bisch. Das war sein Lieblingshund. Den hat er sogar mit in den Krieg genommen. Und er hat das Hundevieh sogar gesiezt. Na, das muss ja ein doller Bursche gewesen sein, dieser König Friedrich. Windspiele, Flötenspiel und außerdem noch Krieg führen? Unerhörte Mischung. Pass mal auf, das nimmst du am besten von hier aus auf. Alles, was mit Hunden zu tun hat, sehen die Leute immer gern. Sagen Sie mal, sind Sie Ausländer? Ja, ich bin Schwede. Wie sind Sie denn hierher gekommen? Haben Sie ein Visum? Wir sind übers Wasser gekommen. Das durften Sie doch gar nicht. Ohne Visum darf kein Ausländer in die DDR. Das haben wir doch gar nicht gewusst. Wir sind im wahrsten Sinne des Wortes reingesegelt. Und da hat Sie niemand bemerkt? Was tun wir jetzt? Ja, das ist schlimm. Muss Sie melden? Aber unsere Maschine geht heute Abend oder morgen früh. Es tut mir leid, ich muss jetzt die Polizei anrufen. Ich werde jetzt ungefähr 5 Minuten wegbleiben. So lange bleiben Sie hier stehen und rühren sich nicht von der Stelle. Verstanden? Das mit den 5 Minuten finde ich nett von dem alten Mann. Ich denke, Chef, Sie wollen nach dem Wedding. Aber ja, da kommen wir ja auch noch hin. Erst muss ich nach Kempinski. Die Madame aus Schweden das Portemonnaie zurückbringen. Sonst denkt die noch, wir Berliner sind alle Strolche und haben nichts anderes im Kopf, als Leute von auswärts das Geld abzuknüppen. Wie viel war denn drinne? Na, so ungefähr 600 Mark. Halt! Da ist eine Verrückte! Was gibt's denn, ne? Es hat ja doch alles keinen Sinn mehr. Ich kann nicht mehr ins Geschäft. Warum? Hast du Dummheiten gemacht? Ja.
Ich musste Geld zur Post bringen, zum ersten Mal. Aha, hast du verjubelt, nicht? Nein, ich hab's verloren. Den ganzen Nachmittag habe ich schon gesucht. Dreimal bin ich den Weg schon hin und her gegangen. Naja, ist natürlich dumm. Die Chefin wird mir kein Wort glauben, die schmeißt mich raus. Ach, was suchst du eine andere Stellung? Aber meine Mutter hat doch auch nicht viel. Die hat doch nur ihre kleine Rente. Wie viel war denn? 500 Mark. 500 Mark? Das ist natürlich Poeng. Was machen wir denn da? Ach, was? Soll die Madame aus Schweden denken, wir Berliner sind alle Knilche. Berlin hat so viele einstecken müssen. Ah, kommt das auf die paar Mücken ohne mehr an. Hier, komm mal her. So, hier hast du jetzt die 500 Piepen. Aber, dass du mir nicht wieder Dummheiten machst. Und merk dir eins, Wasser ist nass. Na, fühlen Sie sich jetzt besser? Oh ja, danke schön. Ein Glück, dass Sie einen so harten Schädel haben. Ja, da haben Sie drei Burschen erwischt. Ja. So schnell werde ich die nicht vergessen. Kann ich jetzt gehen? Nein, wir brauchen Sie noch für das Protokoll. Hm. Wissen Sie zufällig, ob die Maschine nach Kopenhagen schon abgeflogen ist? Das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Da kann ich wenigstens Café Kranzler anrufen. Ich habe durch die ganze Geschichte eine Verabredung verpasst. Was mich betrifft, so könnten Sie das. Aber Sie müssten warten. Von West nach Ost-Berlin gibt es nämlich keine direkte Leitung. Was, da kann man nicht telefonieren? Doch, aber nur übers Fernamt. Das geht dann über Hannover. Und das dauert natürlich etwas. Hotel Kempinski? Ja, bitte können Sie mir sagen, ob der Meister aus Wien im Haus ist? Ach, er ist seit heute früh nicht da gewesen. Danke. Na, wie war's? Hat er wieder Märchen erzählt? Er ist gar nicht gekommen. Was? Und du hast den ganzen Abend auf ihn gewartet? Nein, gestern Abend war er ja da. Wir waren sehr lange zusammen. Sehr lange. Verstehe. Ja, aber heute Morgen ist er nicht gekommen. Michlaus, der Affe, da bist du also wieder auf seine alte Masche reingefallen? Heidi, dich kriegen wir nicht mehr groß. Das klang doch alles so ehrlich, was er gestern Abend sagte. Ich musste ihm einfach glauben. Na, das ist doch gerade der Trick von den Brüdern. Aber Fräulein Wolters, wo stecken Sie denn? Tisch 8 will zahlen. Verzeihung, ich komme ja schon. Hier blüht
Frau, sind Sie in Berlin aufgewachsen? Ja. Und das ist hier Michael Markov. Er war mein Gesangslehrer. Alles, was ich kann, verdanke ich Ihnen. Es wäre nett von Ihnen, wenn Sie es erwähnen würden. Aber gerne. Denn Michael Markov ist ganz zu Unrecht in Vergessenheit geraten. Ganz zu Unrecht. Was meinen Sie? Und als Leiter unseres Gesangsstudios könnten wir ihn brauchen. Herr Marco? Ja, bitte? Möchten Sie zu uns an die Oper kommen? Aber natürlich, sehr gerne. Morgen um 5, bitte, mein Büro. Ich danke Ihnen. Michael, ich freue mich. Bitte, gnädige Frau, noch ein Foto von Ihnen mit Herrn Marco. Ja, gerne. Noch immer keine Nachricht aus Los Angeles? Noch immer nicht. Ich habe nie gewusst, dass es so lange dauert, ein Kind zu bekommen. Morgen früh fliegen wir. Ja, der Portier hat mir gerade gesagt. Hast du dich gut amüsiert mit deiner Kleinen? Ja, heute in der Früh habe ich eine über den Schädel gekriegt und den Rest des Tages habe ich auf der Polizei verbracht. Ach, ich bin auf 13 Bäume und 4 Baugerüste geklettert, nur um einen Vogel zu fangen. Ja, und ich habe mir die Lippen wund gepfiffen und nachher ist das blöde Viech ganz von allein in den Käfig zurückgekommen. Dann haben sie alle großartig amüsiert. Prost. Wie geht es deinem Arm? Danke, nicht so gut. Soll ich dich wieder einreiben? Das wäre furchtbar nett von dir. Du kannst heute dieses Bett haben und ich werde im Badezimmer schlafen. Aber das kann ich dir doch nicht zumuten. Wie wäre es denn, wenn wir beide vielleicht, wo ich doch so hilflos bin? Wie du meinst. Du bist immer so gut zu mir. Was denn los? Jetzt weiß ich genug. Du hast mich den ganzen Tag über belogen. Das war alles nur ein schäbiger Trick von dir. Aber Nicoline, Liebste, nun... Schluss mit Nicoline. Schluss mit Liebste. Mir so eine Komödie vorzuspielen. Wo gehst du hin? Schöne Frau, kommen Sie herein. Trinken Sie mit uns. Ja, geben Sie mir etwas. Ich bin ja so unglücklich. Ja, warum denn? Ich bin von einer giftigen Spinne gestochen. Ich bin von einem wilden Affen gebissen. Ich bin vor einem Rhinoceros auf die Bäume geflüchtet. Ich habe 6 Monate lang keinen Friseur, kein Badezimmer und kein hübsches Schaufenster gesehen. Alles nur für meinen Mann. Und was tut er? Er belügt und betrügt mich. Ja, warum lass dich denn da nicht scheiden? Ich bin doch gerade dabei. Deshalb bin ich doch so unglücklich. Penelope, bist du's? Verzeihung, Herr Pavlides, aber einige Gäste beschweren sich darüber, dass es in Ihrem Zimmer zu laut ist. Können Sie nicht wenigstens die Zimmertüren schließen lassen? Es ist schon sehr spät. Jetzt ist der Verfolger übergeschnappt. Was ist es denn geworden? Was ist es denn geworden? Ein Hotelportier. Thank you.
Heidi! Ich wollte Gott und wir, Heidi. Sieh mal an, ich dachte, wir wären gestern früh verabredet gewesen. Ich konnte nicht kommen. Was hast du denn da? Der Grund steht in allen Zeitungen hier. Was war denn? Ich habe geglaubt, ich würde mich höchstens ein paar Minuten verspäten. Es sind 24 Stunden draus geworden. Ein ganzer wichtiger Tag. Ja, Ferry, da habe ich dir ja Unrecht getan und ich dachte Wir fliegen schon. Heute ganz bestimmt, Heidi, und ich habe dir noch so viel zu sagen. Kannst du nicht wenigstens zum Flugplatz mitkommen? Ferry, ich weiß wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob mich der Geschäftsführer freigibt. Ach, Heidi, uns beiden geht's genau wie den zwei Königskindern. Sie konnten zusammen nicht kommen, nicht? Ja. So, Per, jetzt kannst du rauskommen. Ich gehe. Guten Morgen. Tja, Darling. Es ist zum Kotzen. Jetzt kann ich den Arm tatsächlich nicht mehr bewegen. Es ist wieder die alte Neuritis. Etwas Dümmeres konnte dir wohl nicht einfallen. Nein, wirklich. Du hast gestern recht gehabt. Der Wind war wohl zu kalt für mich. Oder der Abend. Jedenfalls tut es blödsinnig weh. Per, jetzt merke ich, dass du wirklich alt wirst. Wieso? Dein Ideenreichtum lässt nach. Mich jedenfalls kannst du damit nicht mehr reinlegen. Adieu. Nicoline! Verdammt nochmal. Noch immer kein Anruf aus Los Angeles? Oh. Bitte würden Sie für mich den Arzt kommen lassen, der mich schon gestern behandelt hat. Sind alle Fluggäste benachrichtigt? Benachrichtigt schon. Hoffentlich kommen wir mal. Was sagt Kopenhagen? Klare Sicht. Wolkenlos bis Stockholm. Na wunderbar. Darf ich Ihnen das empfehlen? Eine Neuerscheinung. Hochzeitsreise um die Welt mit Kamera und Campingzelt. Ganz entzückend. Danke. Ich weiß, wie entzückend. Jetzt übertreibst du schamlos, Per. Na bitte hier, wenn du mir nicht glauben willst, ein Attest vom Arzt. Man soll den Teufel eben nicht an die Wand malen. Genau wieder die alte Geschichte von damals. Das ist doch kein Attest, das ist doch ein Telegramm. Entschuldige, das wollte ich gerade wegschicken. An die Universal? Hm? Du willst zurück an die Redaktion nach Stockholm? Ich habe die ganze Nacht nach dir gerufen. Ich hab's gehört. Ich wollte wirklich nur ein Heizkissen. Und weil ich die ganze Nacht nicht schlafen konnte, habe ich mir überlegt, wie man so ein Heizkissen anschließen kann, wenn einem so etwas in einem Zelt in Feuerland passiert. Oder weißt du, wie man ein Heizkissen in einem Zelt anschließt? Nein. Ich auch nicht. Naja, und da habe ich mir eben gesagt, dass für solche Fälle ein Platz an einem Schreibtisch für alle Fälle besser ist. Da ist nämlich ein Steckkontakt neben jedem Schreibtisch. Meinst du das wirklich, Per? Man ist eben nicht mehr der Jüngste. Und darum sollte man rechtzeitig an Familie denken. Achtung bitte, Herr Pavlidis aus Los Angeles, bitte zum Schalter der Informationen. Wir haben ein Ferngespräch aus Los Angeles. Los Angeles. Los Angeles. Ich habe Angst, Ferry. Angst? Warum, Liebling? Dass das jetzt ein Abschied für immer wird. Aber bitte, Ferry, wenn es einer ist, dann sag es mir gleich. Sonst mache ich mir wieder Hoffnung. Und dann beginnt wieder dieses entsetzliche Warten wie das letzte Mal. Du musst mir glauben. Heidi, sobald ich es geschafft habe, lasse ich dich nachkommen, ja? Ja. Gut, Ferry, ich werde warten. Nur eins macht mir Sorgen, dass du dich als Kellnerin so abrackern musst. Wenn ich dir nur irgendwie helfen könnte. Das macht doch nichts. Andere müssen es doch auch. Und dann habe ich ja jetzt etwas, worauf ich mich freuen kann. Ja. Bringen Sie mir eine Flasche Sekt. Es ist ein Junge. Mutter und Kind sind gesund. Bringen Sie 10 Flaschen, alle Passagiere sind meine Gäste. Bringen Sie 100 Flaschen, alle Angestellten sind eingeladen. Bringen Sie allen Sekt, den Sie haben, alle Menschen sind eingeladen. Ich will auf meinen Sohn trinken, mein Sohn und seine Mutter und sein Vater. Nur eine einzige. Danke, Michael. Sehen Sie, es ist immer gut, mit dem alten Banner zu reden. Ne? Hassen Sie immer noch Berlin? Ich liebe Berlin. Ach. Blicken Sie, meine Herren, blicken Sie, Sie haben blicken wir, Sie sollen sich freuen mit mir. Ist die Welt nicht Wunder? Manchmal, aber selten. Meine Damen. Sag mal, was macht denn der Ferry? Ja, der nimmt noch immer Abschied. Schau, das Ehepaar aus Schweden. Prost. Ich kann dich natürlich vollkommen verstehen, dass du dich von einem alten Mann scheiden lassen willst. Du bist ein junger Mann. Nur ein paar Abenteuer müsstest du noch Jüngeren überlassen.
Also bitte. Ich könnte ein kleines Haus kaufen mit einem richtigen Schlafzimmer und käme dann abends von meinem Schreibtisch pünktlich nach Haus zu meiner Frau. Das wirst du nicht aushalten. Man könnte es wenigstens versuchen, nicht? Man könnte es überlegen. Also, ein für alle Mal. Hier hört unsere Scheidungsreise auf. Und hier fängt unsere Hochzeitsreise an. Komm. Prost, Heidi. Verzeihung, ja. Sie sind doch Herr Meister. Ja, allerdings. Wir haben eine wichtige Nachricht für Sie. Sie erhalten aus Rom die ausgesetzte Belohnung von umgerechnet 5000 Westmark. Ich? Ja, wofür denn? Für die Ergreifung der Bankräuber. Außerdem hat die Fluggesellschaft noch 3000 Mark zusätzlich gestiftet. Wir lassen unsere Leute nicht einfach wegschießen. Mein Gott, Heidi, weißt du, was das bedeutet? Wohin soll das Geld überwiesen werden? Das Geld bekommt Frau Heidi Wolt, das hier meine Verlobte. Wenn Sie dann bitte nach Abgang der Maschine ins Büro der Pan American kommen wollen. Ja. Jetzt wollen wir Sie nicht länger stören. Auf Wiedersehen. Und guten Flug. Danke. Heidi. Harry, das ist ja herrlich. Du, aber das Geld kann ich nicht annehmen. So viel Geld verschenkt man nicht. Heidi, ich hab dir gesagt, wie froh ich wäre, wenn du nicht mehr so viel arbeiten müsstest. Jetzt brauchst du es nicht. Mit Alaska kann ich sowieso nichts damit anfangen. Harry, mit dem Geld. Ja. Mit dem Geld kannst du da jetzt nicht hierbleiben. Hierbleiben? Ja. Aber ich kann nur meinen Vertrag nicht brechen. Aber meinetwegen kannst du das Geld nehmen und das meinen Anteil in das Modegeschäft stecken. Einverstanden? Ja. Achtung bitte. Die Pan American bittet die Fluggäste, zum außerplanmäßigen Flug nach Kopenhagen zum Ausgang 3 zu kommen. Pan American request their passengers for the unscheduled flight Heidi. To Kopenhagen Ferry. To proceed to exit number 3. Ferry, es ist höchste Zeit. Wie geht es dem Mechaniker? Danke, er ist außer Gefahr. Ferry, hey, Ferry! 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 Was ist denn los? Wo bleibst du nur so lang? Ich flieg nicht mit, ich bleib hier. Heidi, ich bleib bei dir. Fangen wir beide zusammen von vorne an. Ja. Vielleicht wird es schwerer sein als drüben. Wir schaffen es ja auch. Ganz bestimmt. Wir sind ja hier zu Hause.